Das Ende der Qualifikation kommt immer näher. Nur noch 2 Heimspiele, nur noch 5 Spiele insgesamt. Sven Berger, ist man eigentlich schon so ein bisschen im Modus, ich darf ja nicht sagen, der Playoffs, aber im Modus der Postseason? Ja, wir sagen dem so ein bisschen Crunch-Time. Du merkst, Zweikämpfe werden intensiver, vor dem Goal wird intensiver geschafft. Es wird ein bisschen dreckiger. Ja, wir sagen dem Crunch-Time. Das Wort, wo vielleicht ein paar Leute daran denken, nehmen wir nicht ins Maul. Für uns ist es wichtig, wir haben an dem Fest, wo wir vor der Saison schon abgemacht haben, wir tun uns so vorbereitet, um das nächste Spiel zu gewinnen. Und das ziehen wir durch bis Ende Saison. Bis Ende Saison. Und eben, wie gesagt, das Ende der Qualifikation, das Nähe, der Fan, hat das schon mal gesagt, schaut natürlich auf die Tabelle. Der Stefan Hedlund hat mir gesagt, er schaut nie auf die Tabelle. Wie ist das bei dir? Bist du der quasi im Coaching-Staff, der dann sagt, hey, wir müssen schon ein bisschen schauen jetzt? Nein, ich glaube, wir sind total gleich. Wir schauen wirklich nicht gross drauf. Ja, ich glaube, es bringt auch nicht viel. Eben, wir wollen auch im Jetzt sein. Und wenn du auf die Tabelle schaust, bist du ein bisschen in der Zukunft, vielleicht noch ein bisschen in der Vergangenheit. Darum im Moment, wenn wir die Quali-Spiele durch haben, schauen wir, wo wir stehen. Jetzt geht es gegen den SCB. Beim SCB hat es eine sehr streitbare Figur, der Cristi Domenico. Die eigenen Fans lieben ihn natürlich, die gegnerischen Fans eher weniger. Er ist einer, der eine kurze Zündschnur hat. Ist das etwas, das ihr in der Vorbereitung thematisiert oder spielt das überhaupt keine Rolle? Ja, wir gehen jetzt nicht spezifisch 5 Minuten auf ihn. Ja, ich glaube, wir wissen alle, dass er, wie du gesagt hast, eine relativ kurze Zündschnur hat. Und ja, ist natürlich gut, wenn man immer ein bisschen an der Tube fährt. Was ich bei ihm aber auch das Gefühl habe, ist, glaube, dass er das ein bisschen will. Darum ist einmal, ja, so ein bisschen Balance. Lass ihn schlafen oder lass ihn aufwachen. Aber ich glaube, ja, wir wollen herstehen. 5 zusammen, die auf dem Eis sind. Wenn irgendetwas ist, stehen wir her als Mannschaft. Und ja, soll er machen, was er will. Du sprichst die Mannschaft an. Reden wir noch schnell über die Mannschaft. Gibt es Änderungen im Vergleich zum letzten Spiel? Nein, das Team ist eigentlich gleich, wie wir das letzte Spiel hatten. Wir haben, ja, wir haben ein grosses Kader, es sind schwierige Entscheidungen, die wir treffen müssen, aber wir müssen sie treffen und wir gehen mit dem gleichen Team wie letztes Match. Gut, und es ist Ladies Night heute Abend gegen den Schlickschuh Club Bern und der Melvin Niffler trägt eine spezielle Maske, die kreiert worden ist von den 45er. Am Ende des Spiels übergibt er die dann den Fans.